Merry Christmas, Bon Noël, frohe Weihnachten, Feliz Navidad. Heute ist der 24. Dezember, wie man wunderschön unseren vier Kerzen sehen kann. Der vierte Advent ist vorbei und wir haben heute Weihnachten. Und ich dachte mir, ich sende euch auch fröhliche Weihnachtsgrüße nach draußen. Ein besinnliches, wunderbares Fest mit viel Plätzchen, Stollen, leckerem Essen. Ob ihr nun von der Fraktion seid, traditionell Kartoffelsalat und Würstchen, oder ob ihr von der Fraktion seid, dass ihr riesengroß Gans, Klöße und Rotkohl am Heiligabend isst, whatever. Bei uns wird es heute Lachs geben, Lachskarton, Sahnekarton mit Cannelloni-Nudeln, diese breiten Bandnudeln, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber die gibt es heute Abend. Bescherung gab es noch nicht, das wird noch kommen, deshalb jetzt auch noch kein Video dazu. Ich habe alle Geschenke soweit eingepackt, toi toi toi, ich habe auch alles bekommen auf den letzten Drücker. untypisch für mich, aber ich habe es echt noch geschafft, habe ich mich drüber gefreut. Wenn ihr, mich würde interessieren, was ihr vielleicht heute Abend noch Weihnachten macht. Wenn ihr Lust habt, in die Kommentare runterzuschreiben, schreibt mir, was ihr noch plant. Ich werde heute gleich mit meiner Dad, meiner Mom von Arbeit abholen. Die muss leider heute arbeiten. Und danach geht es ab ins Kino. Wir schauen uns noch einen schönen Film an. Mal gucken, vielleicht der kleine Hobbit. Dann werden wir nach Hause kommen, es wird schön Kaffee und Kuchen geben, dann wird vielleicht noch einen Film geguckt und gequatscht. Dann ist Bescherung bei uns. Bei uns ist die Tradition nicht schon vor dem Abendbrot zu machen. Ich weiß, viele warten bis spät in die Nacht. Nein, wir sind zu ungeduldig, wir müssen das so vor dem Abendbrot erledigen. Dann gibt es ein wunderbares Essen mit einem tollen Dessert, eine Tiramisu-Erdbeer-Mascarpone-Idee. Und dann abends bedeutet es, mit unseren Geschenken entweder beschäftigen oder auf die Couch zu flezen und voller Vorfreude und glücklich noch einen Film zu gucken und den Abend ruhig ausklingen lassen. Bei uns wird Weihnachten leider nicht so spät heute beendet, sage ich mal. Aber es wird früh ins Bett gehen. Meine Mutter hat morgen wieder Frühdienst und morgen stehen auch viele Vorbereitungen an, was noch zu tun ist vor Weihnachten. Von daher ein ruhiges, besinnliches Fest zu dritt werden wir heute haben. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Fest. Ich hoffe, ihr habt viel große Familie, mit denen ihr heute zusammenhängen könnt. Nutzt diesen Tag, seht es nicht als stressig an, sondern genießt es einfach mal alle, um euch rum zu haben. Ich habe euch lieb da draußen und habt auch alle anderen lieb zu Weihnachten, denn das ist die Zeit, wo man füreinander da ist, wo man besinnlich, ruhig beieinander sitzt, über alles redet, sich lieb hat und das empfehle ich euch auch. Tut das auch. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen aufgedreht. Ich bin super happy, weil Weihnachten ist und ich es einfach liebe und der 24. Dezember endlich da ist und bald unter dem Weihnachtsbaum oder in unserem Wohnzimmer Geschenke liegen werden und von daher noch einmal frohe Weihnachten an euch alle da draußen und bleibt so, wie ihr seid. Kuss, you're gorgeous.